Sinuswelle ist generell eine Methode, um bestimmte Körperpartien elastischer und straffer zu machen. Vor allem bietet sie sich an in Kombination mit dem Kryolipolyse-Verfahren im Anschluss daran, weil die Erfolge dann um einiges besser sind. Auch anwendbar ist es bei Zellulite, Bindegewebsschwäche, Narben, Muskelgewebsschwäche und so weiter. Wie es funktioniert, ist ganz einfach. Es entstehen radiale Stoßwellen, die gehen bis zu 35 mm in die Haut. Dadurch entstehen kleine Mikroverletzungen, die muss der Körper heilen. Tut auch überhaupt nicht weh, auch wenn es sich jetzt so anhört. Aber dadurch wird quasi das Gewebe erneuert. Es wird die Regeneration vom Körper selbst angeregt und dadurch wird das Gewebe eben straffer und elastischer. Es kann sein, dass die Haut danach leicht gerötet ist, das verschwindet aber recht schnell wieder. Ansonsten gibt es keinerlei Nebenwirkungen. Ergebnisse sieht man schon nach ein paar Behandlungen.